wie gesagt, bei ihm bin ich am gespanntesten. Das ist, glaube ich, der größte Plot, den wir insgesamt haben. Ich will wissen, wie viel der Grundsteuer zahlen muss. Das würde mich echt reizen. Das würde ich echt gerne wissen. Marefa kam jemand. Okay, schauen wir mal schnell. Haben wir Sonnenblumenöl? 1,5 haben wir im Stock. Das ist natürlich sehr viel. Können wir mal schnell machen. Salo, 1000. Kein Problem. Chicken Eggs haben wir gar keine. Salz haben wir noch genug. Irgendwas für uns. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Textil haben wir auch noch ein bisschen was. Warme Kleidung haben wir halt nicht so viel. Ja, okay. Ja, hier haben die auf jeden Fall irgendwas angebaut. Oh, die Sträucher stehen halt immer nah. Also das, wenn die, sobald die Sträucher anlegen, dann ist das okay. Ich bin jetzt mal gespannt, wann die hier richtig reinlegen. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Ne? Er war bestimmt irgendwo anders mal beschäftigt und hat jetzt in der Eisenmine angefangen zu arbeiten. Eisenmine hat nur zwei Arbeiter. Die haben sich garantiert, hat er aufgrund der Nähe zu seinem neuen Job, hat er gekündigt. 100 Pro. Weil er unmittelbar eine andere Stelle haben kriegen konnte. Kann man eine Abstimmung über die Landtax machen? Die Frage ist, ach, du meinst eine Vorhersage, oder was, Zengel? Wie viel das dann werden wird? Oh, ja, oh, und hier geht was. Oh, guck mal, wie viel die da anbauen. Also, der ist ja völlig insane unterwegs. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber es ist viel. Boah, hier hinten, guck ihn an. Ich bin so gespannt, wie das dann aussieht, wenn die... Alter Schwede, jetzt fangen sie alle an. Ich glaube, das wird richtig crazy. Das wird richtig verrückt. Ich bin so gespannt, was die anbauen. Ich bin so gespannt, was die anbauen. Ich bin schon total begeistert jetzt schon. Das Ding ist halt, wir haben jetzt diese ganze Reihe an Häusern gebaut, ne? Und du merkst davon halt bei uns gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, also es ist, wir haben immer noch mehr oder weniger genauso viele Laborer wie vorher. Es ist völlig irre. Es ist völlig verrückt. Achso, ja, sagen wir, wenn das jetzt nicht sofort der nächste Bau gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Na, hätten wir eine kleine Abstimmung machen können. Aber, das ist halt jetzt schon fast fertig. Das wird jetzt ein bisschen knapp, da jetzt noch eine Vorhersage drauf zu machen. Ja, das mit den Wegen hier ist okay, ne? Da wird auch mit angebaut. Da kennen die nix. Das könnte tatsächlich noch in der Saatzeit sein. Also wenn da jetzt schnell die Hütte fertig wird, dann könnten die sogar noch dann könnten sogar jemand zuziehen und sogar noch sein Feld bearbeiten. Also das persönliche Feld hier. Wie gesagt, ich bin hart gespannt, was die jetzt zahlen müssen. Das wird jetzt sehr schnell vermietet werden oder verkauft, vermietet, ja. Mal schauen. Verkauft eigentlich eher an die Familie, die da einziehen wird. Schön ist, die wohnen direkt neben dem Brunnen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Bin gespannt. Und auch die könnten zum Beispiel hier sehr gut arbeiten. Auch sehr nah dran. Würde sich anbieten. Und die zahlen 45 Landgebühr. Oh. Kriegen wir von mir ein bisschen Starthilfe gerade. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn das Feld hier geerntet wird und die das an uns verkaufen, werden die richtig Cash machen. Aber die müssen halt irgendwie erstmal über die Runden kommen. Das Coole ist, von hier aus kommen die an die Märkte hier unten ran und an denen hier drüben. Also die haben, die sind, man sieht das richtig, wo die sich hauptsächlich bewegen, in welchem Bereich. Das ist völlig verrückt.
Aber das ist eine Landgebühr, die hat's in sich. Was machen wir denn eigentlich an Housing gerade so? Also unsere Balance sagt auf jeden Fall, wir machen zwischen plus 2, 3 und minus 1, 6 ist alles drin. Was sagt denn unser Gehalt, unser Speicher? War schon mal gut dagestanden, geht wieder aber in die Richtung. Also wir verbessern uns wieder. Das ist okay. Dann machen wir uns jetzt keinen Stress. Die Landtax ist schon nicht so hoch. Mal gucken, wie die Familie hier an der Ecke rumkommt. Ich bin sehr gespannt, wie die finanziell rumkommen. Weil so viel Geld haben die alle jetzt gerade noch nicht. Die müssen halt jetzt das ganze Jahr irgendwie überleben. Mit dem Geld, was sie haben, bevor sie in Schieflage kommen, damit sie uns das ganze Zeug verkaufen können. Das ist eher so das Ding. Da müssen wir dann auch gerade zur Erntezeit, ich sage jetzt mal im September beginnend, müssen wir uns die Scheunen im Blick behalten, ob wir überhaupt so viel aufnehmen können. Das wird ganz, ganz wichtig, dass wir so viel Zeug auch überhaupt in die Lager aufnehmen können. Hier sieht man, was die alles angebaut haben. Das ist ungefähr insane viel einfach. Das ist wirklich absolut krass viel, was die hier bauen. Das ist Wahnsinn. Ah. Welches Haus ist denn als nächstes dran? Das hier hinten in der Ecke. Das hier ist auch schon fertig. Die Frage ist, ist das noch... Na, das ist schon Juni. Ich glaube, die machen hier nichts mehr im Juni. Juni ist zu spät, glaube ich. Zum irgendwas anpflanzen machen die hier nichts mehr. Die haben zum Beispiel... Die werden in die Schieflage geraten, ne? Also die werden Probleme kriegen. Weil die müssen jetzt ein Jahr lang rumkommen. Mindestens anderthalb Jahre eigentlich. Mit dem Geld, was sie haben. Und... Ich meine, die verdienen Einkommen, ja, das geht gerade so noch auf. Aber nur, wenn beide arbeiten. Wenn einer nicht mehr arbeitet, ist vorbei. 43 offene Stellen nur noch. Ich denke, die Landtax geht anteilig monatlich, so wie ich das verstehe. Die muss nicht einmal im Jahr bezahlt werden, sondern die wird anteilig pro Monat bezahlt. Hier, wir hatten sie auch mal vor ein paar Jahren, war unser Spitzenwert erreicht und dann haben wir die Steuer sogar noch gesenkt, ja. Und das hat sich dann hier eben in dem Wert ausgemacht. Reichensteuer zum Beispiel ist auch so eine Sache, das war mal, am Anfang ist das sehr schnell hochgegangen, weil wir sehr viele reiche Leute hatten und hält sich seitdem auf einem relativ moderaten Niveau eigentlich. Tavernensteuer, das ist halt nix, das bringt uns fast gar nichts. Die lokalen Verkäufe, die bringen uns richtig Cash. Also die halten uns auch ordentlich über Wasser. Die Ausgaben sind aber auch enorm, ne? Also gerade was unsere Ausgaben von den Gehältern angeht, ist das mit den Verkäufen von den unseren lokalen Verkäufen, kommt das nicht hinterher. Das wird vielleicht besser werden. Wir kaufen den Leuten ihre Essen zum Beispiel zu, ich glaube, 90% an. Warte kurz. Zu 100%, genau. Das, was die wert sind, zu 100% und am Markt verlangen wir 120%. Das bedeutet, wir nehmen da nochmal ein bisschen Geld für die Leute, die hier einfach als Marktarbeiter arbeiten, holen wir uns das Geld wieder rein. Das muss aber schauen, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Am Ende des Tages machen wir mit der Produktion, die wir haben, die wir verexportieren, machen wir eigentlich unser Hauptgeld. Also das, was wir hier verkaufen, das ist das Geld, das wir haben. Normalerweise ist das so. Gerade jetzt Bier, da haben wir jetzt zum Beispiel gar nichts im Export, weil wir unsere Felder nicht richtig arbeiten lassen. Ich mache auch, ihr merkt schon, interessiert mich hier oben gerade auch überhaupt nicht mehr, weil wir kriegen unsere Felder ja jetzt schon kaum in den Griff. Also mache ich keine neuen jetzt hin. Was natürlich krass ist, wie gesagt, die Ernte, die hier reinkommt, die auch an unsere Leute verkauft wird, die auch immer wieder schreien. Das ist gut. Jetzt sagen wir ja, also Großgrundbesitzer, es gab natürlich mehrere Klassifikationen, nicht zwingend die Bauern, auch die Bauern, die hatten natürlich viel Grund, aber den hat meistens ihnen nicht gehört, das war eine Pacht in der Regel. Ja, den hat er unmittelbar um Bereich um ihren Bauernhof gehört und eigentlich die Felder selber waren oft gepachtet.
meistens von denen, die wirklich den Grundbesitz hatten. Müssen aber nicht zwingend Bauern gewesen sein. Ja, wenn du weiter zurückgehst, Miko, hast du natürlich recht, dann geht es natürlich um den Lehen. Ja, das ist nochmal weiter zurück. Also der Lehen und der Landadel, wenn man so möchte, der war eigentlich der Besitzer dann in dem Fall dann. Ja, genau. Also wir haben unsere Felder, lassen wir ab und zu brach liegen. Wir haben hier oben ein spezielles Programm, wir machen zwei Frucht brach. Das ist hier oben die Idee. Wir haben hier hinten, manche Felder haben hier auch drei Früchte, manche zwei. Das ist immer so mal so eine Sache, ja. Wobei ich sehe gerade, wir haben in den meisten Fällen eigentlich nur zwei. Hier haben wir mal drei. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie schnell ich wieder einen Jahrwechsel haben möchte. Zwei und dann brach macht für mich einen schöneren Wechsel rein. Da hast du den Vorteil, wenn du gerade auch eine Sache speziell haben willst, wie Weizen zum Beispiel, machst du Weizen, irgendwas anderes, Brachfläche, Weizen. Das heißt, du brauchst drei Felder, dann machst du jedes Jahr Weizen, wenn du das immer versetzt startest. Dann machst du quasi von allen beiden Fruchtarten jedes Jahr eine. Mit den drei Feldern. Und dann hast du immer quasi immer den gleichbleibenden Ertrag. So ist für mich einfacher zum Umswitchen. Natürlich könntest du das dort deutlich besser ausrechnen und dann total crazy auch da ganz, ganz viel mitmachen. Oh, hier ja, schau mal. Das ist ja schön hier. Ja, schöne Kürbischen, ne? Ich bin super gespannt, welchen Ertrag wir durch die neuen Grundflächen hier kriegen. Das ist eigentlich, wenn du es so siehst, schau mal, wie wenig Ackerfläche wir haben im Verhältnis zu diesen Riesenfeldern, die wir jetzt anlegen. Ich bin sehr gespannt, was das unterm Strich für uns bringt. Ich brauche momentan eigentlich gar nichts verkaufen, weil wir irgendwie nichts haben. Das ist gerade so ein bisschen unangenehm. So, komm. August geht gleich durch. Die nächsten Hütten stehen. Das wird nächstes Jahr dann noch mehr werden. Wir können ja mal hier das Geld anschauen, klar. Ihr könnt euch ja mal jetzt aufschreiben. August ist ja jetzt fast durch. Sagen wir mal so 47 oder so. So roundabout um die 7 rum. Hat der, ja. Wahrscheinlich. Und er wird jetzt dann wahrscheinlich demnächst anfangen zu ernten. Und sobald er anfängt, wir können ja danach nochmal gucken, wenn nichts mehr kommt. Wie viel er dann ungefähr verdient haben wird. Aber merkt euch mal so um die 7. Exit im wunderhübschen guten Abend. Hi. Ich kann euch das leider nicht anpinnen. Das würde ich gerne machen, weil ich muss nämlich jetzt dann gucken, dass unsere Warenhäuser nicht überlaufen. Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Riesenfelder, die wir jetzt haben, wenn die alle ernten und an die Warenhäuser verkaufen, was sie zu viel haben, dass unsere Warenhäuser teilweise überlaufen. Und das will ich vermeiden. Wir sollen das schon einarbeiten. Sobald die anfangen zu ernten, muss ich kurz zu den Warenhäusern hinter. Weißt du, ob die das in deutscher Sprache hinzufügen? Exit, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube zumindest in der jetzigen Alpha-Variante noch nicht. Vielleicht später mal, vielleicht als Mod, dass die Community einen Deutsch-Pack drauf macht. Okay, streiche mal 7, wir setze mal 6, irgendwas. MB, einen wunderhübschen guten Abend, hi. Aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass in naher Zukunft das Spiel in deutscher Sprache sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute, echt nicht. So, Leute, jetzt geht's hier bei der Familie geht's um die Wurst, ob sich das überhaupt trägt, was wir hier machen. Der September ist da. Die gehen natürlich ja erstmal auch ihrer Arbeit nach. Die sind natürlich beide arbeitslos. Das macht natürlich ihren persönlichen Reichtum jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. 5,9. 5,8. Ich bin mal echt gespannt, wann die jetzt ernten. Theoretisch ist jetzt Erntezeit. Oh. Die brauchen hier oben eine Taverne. Sonst geht's nicht.
So eine schöne Taverne am Weg halt. Oder hier oben vielleicht? So eine schöne Waldtaverne hier auf dem Hügel oben drauf. Das wäre doch was. Brauchen auf jeden Fall mehr Platz oder mehr Taverne. So, mal gucken. 5,4. Ich bin gespannt, ob die durchkommen. Kaufen auf jeden Fall kräftig Äpfel ein. So, ich gehe jetzt aber nicht auf den Handel gerade ein. Da ist mir gerade völlig wurscht. Hier kommt jemand nach Hause. Geht aber wieder. Geht zum Nachbarn. Was? Was ist denn da los? 13 Jahre, okay, das war die Tochter. Nobody knows. Jetzt gehen sie zusammen rüber. Wollt ihr mal ernten vielleicht? Der September ist fast rum. ...4,4 haben sie noch. Aber hier laufen noch keine Ernten, ne? Nee. 4,1, 3,9. Die haben immer weniger Geld, ne? Da ist fast nichts mehr übrig. Jetzt haben sie was geerntet, okay. Was haben die? Die haben fast 1000, Alter! What the Freundschaft? Okay, die haben richtig Zeug eingelagert, okay? Das ist fein, nicht wenig. Das ist sau viel. Wir müssen unbedingt, alter Schwede. Leute, wir müssen unbedingt um unsere, wir brauchen mehr Lagerfläche. Ich sehe das kommen, das wird eine Katastrophe, wenn wir das so lassen. Das wird eine Lagerfläche an der Kirche, das Kirchenlager quasi. Da muss die Kirche jetzt mit zurechtkommen, dass nebendran die Scheune steht. Let's go. Sofort bauen, dringend, Prio, weil wir werden sehen. Die werden das versuchen natürlich jetzt an den, das was sie haben, wird jetzt wahrscheinlich weitergegeben an unsere Verbraucher hier. Das heißt, es wird hier zum Beispiel, genau, hier kommt jetzt ganz, ganz viel gerade rein. Boah, leck. ja, kommt ganz, ganz viel gerade rein, über 1000, alter Schwede. Das reicht nicht aus, was wir hier haben. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir dermaßen starke Zuströme an irgendwas haben. Erstmal haben wir fast ein Tausender an Knoblauchlagern oder Kürbis. Ey. Das ist mal ganz neu. Schaut es eigentlich hier aus? Haben wir noch Holz? Ja, ja, mehr als genug. So, das neue Warenlager wird schon gebaut. Ist in Arbeit. Hier wohnen überall keine Leute, weil wir einfach keine Taverne gerade noch haben. So, schauen wir mal, wie die Lager aussehen. Die haben noch Kapazitäten, da ist noch Platz drin. Vielleicht war das ein bisschen übertrieben. Vielleicht war das ein bisschen viel übertrieben, was wir da gemacht haben. Aber ey, sind wir ehrlich, wir werden noch weitere Häuser haben. Und das wird so ein Ding werden. So. Können wir noch irgendwas liefern? Was könnten wir hier noch einlagern? Weitere Äpfel vielleicht. 1000 Äpfel vielleicht nochmal einlagern. Aprikosen haben wir meistens ja keine. Aber ich nehme ja trotzdem hier auch nochmal 1000 auf. Und Kirschen auch nochmal 1000. Einfach nur, weil ich wissen will, ob wir davon was bekommen auch. Dann haben wir... Davon nehmen wir mal 5000 hier an. Also auch mal ein bisschen mehr Fläche, mehr reinnehmen. Karotten auch nochmal 5000.
einfach so Sammelsachen, die lange haltbar sind. Vielleicht bei Karottchen jetzt nicht so zwingend und beim Salat jetzt auch nicht, aber mal gucken. Je mehr hier sich mit beschäftigen, desto besser ist es vielleicht am Ende des Tages, um den, damit hier nichts überläuft. Es wird ja immer noch hier zugeliefert, also hier kommt ja immer noch Zeug rein. Die Frage ist natürlich auch, wie viel haben sich jetzt die, die Stores geschnappt, ne? Die müssten ja jetzt eigentlich auch hier ein bisschen Zeug haben, ne? Buchweizen geht auch raus. Also unsere Leute, oder zwangsläufig haben natürlich auch die Leute sich was gesnackt, ne? Die haben ja jetzt auch ein bisschen von allen dann bekommen, hoffe ich. Es ist noch nicht perfekt, noch nicht das, was wir wollen. Aber es kommt ganz, ganz stark dahin. Wir haben natürlich jetzt hier nochmal weitere Felder. Das Ding ist halt, wir kriegen gerade keine neuen Leute, solange nicht die nächste Taverne steht. Die anderen Häuser, die kommen da oben hin. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil da will ich nicht so viel Platz brauchen, weil das im Wald steht. Das ist für mich fein. Ich will diesen Bereich, wollte ich schon immer eher so für die Landwirtschaft nutzen, weil das sehr angenehm ist hier oben, ja. Oder halt hier auch rum. Da können wir dann eher so diesen vereinzelten Hofbetrieb machen. Ja, hier vielleicht machen wir das nicht über den Hügel so drüber, sondern gehen hier so ein bisschen der Geschichte hier so lang und dann machen wir hier so ein kleines Rondell oder sowas draus. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hier nochmal ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob wir das so eng bauen wollen. Haben die Bauern jetzt Geld? Das ist die Frage. Die sind von fast 3 auf 80 hochgegangen, roundabout. Also die haben gut was verdient in der Zeit. Die Frage ist, wenn beide als Arbeitskräfte unterwegs sind, könnte es sein, dass sie es halten können. Es könnte sein, dass sie das halten können. Die haben aber auch selber noch 350 was ist das, Radieschen, glaube ich, ne? So. Gut. Rüben. Rüben ist das? Ah ja. Ja, okay, das jetzt, wenn du Rübe sagst, dann glaube ich. Ich habe es jetzt vom Bild her, hätte ich das jetzt eher so in die andere Richtung geschoben, aber ja, gut. So, jetzt wird hier oben gerade noch die neue Taverne gebaut. Auch das, wie gesagt, wichtiges Ding. Je mehr Leute wir kriegen, desto besser wird es einfach auch für die anderen Geschichten. Was ist hier euer Problem? Warum arbeitet hier niemand mehr? Hä? Warum hat denn... Hä? Das checke ich jetzt gar nicht. Deine Schafe sterben? Ja, ich weiß, das ist mir so beiläufig aufgefallen an diesen ganz penetranten Meldungen hier oben. Da kannst du bloß nichts dagegen tun, wenn das so ist. Oder hat der, warte mal, hat der Manager die Leute rausgezogen, weil jetzt keine Arbeit ist? Ja. Ja, enable seasonal hiring. Das ist genau das Ding, was wir wollen. Das machen wir jetzt überall. Off-Season 0. Und Off-Season ist Dezember, Januar, Februar. Das ist hier auch im Übrigen. Das ist hier auch. Das ist da auch. Das ist hier bei denen auch tatsächlich. Das macht der schon schön, jawohl. Das ist richtig cool, das mit den mit denen hier. Warte mal, hier ihr habt natürlich recht. Hier, ja, natürlich, jetzt erkenne ich es auch. Workers hier 110 und Laborers so machen. So wollte ich das natürlich machen, ganz klar. Hier werden wir mal ein bisschen die Leute rausnehmen. Wir haben für unsere Tiere halt auch gar nichts mehr, ne?
Da produzieren wir jetzt gerade ein bisschen zu viel Mehl, beziehungsweise von dem Rest auch ein bisschen zu wenig. Wir haben jetzt 23 Leute. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben aus allen Betrieben jetzt Leute rausgezogen. Warum geht das jetzt nicht? Im Übrigen, der Handelsposten ist eigentlich das nächste Ding, da wo wir uns mal drüber unterhalten könnten. Brauchen wir da dermaßen viele Leute? Und wenn ja, im Winter geht ja jetzt eh nichts. Weiß ich noch nicht. Hier weiß ich nicht, ob ich die Leute raustun kann in der Zeit. Keine Ahnung. Hier kann ich es nicht tun. Das muss auch laufen. Ja, das ist okay für mich. Die Taverne ist fertig. Sehr schön. Not enough Alkohol, ey. So, die haben natürlich jetzt ein bisschen finanzielle Engpässe. Das kann halt passieren jetzt. Bei denen, die noch nicht früh genug angefangen haben. Die müssen wir am Anfang ein bisschen durchfüttern. Ich glaube, die kommen aber so zurecht. Müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. So. Okay. Ansonsten ist alles soweit okay. Genau, hier haben wir noch mehr Eisenerz. Da müssen wir mal schauen, aber das brauchen wir jetzt im Augenblick eh nicht. Das ist viel zu viel. So. Wir kriegen sogar beinahe unsere Bevölkerung gerade so im Winter halbwegs hin. Das ist halt, der Winter ist halt ein super Indikator dafür, ob du, wie es bei dir aussieht. Du brauchst so pro Bauernhof so nochmal 20 Leute, wenn es drauf ankommt, in der Saat- und Erntezeit. Also haben wir ja so einen Bedarf von mindestens 40 Leuten. Wenn wir im Winter aber schon offene Stellen haben, dann wird das nicht besser. Das wird natürlich jetzt durch die vielen Gebäude, die wir bauen, natürlich nochmal ein Stückchen besser. Das können wir mal ganz, Salz machen wir mal ganz nach hinten. Ey, Day, ich wünsche dir was. Hau rein. So, hier, wir müssten aber auch auf jeden Fall so mehr jetzt genug Leute hinkriegen. Schauen wir mal, hier war die Bevölkerung ganz knapp steigend. Ja, okay. Okay, jetzt kommt ein Händler mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwas machen können hier. Ja, 50, das lohnt sich halt überhaupt nicht, ne? Das lohnt sich schon eher. 250 ist mehr wert für uns. Ja, okay, passt. So, jetzt bauen sie die ganzen Häuschen hier oben im Wald auf. Die warten ja auch schon 100 Jahre auf Fertigstellung. Michael, ja, hau rein, lass dir gut gehen. Nee, warte mal, wir brauchen nicht noch mehr Leute hier. Das funktioniert deswegen auch nicht, weil wir schlicht und ergreifend, wir können auch einen Batch komplett rausnehmen, weil wir schlicht und ergreifend nicht genug Hafer haben für das ganze Zeug. Wir produzieren theoretisch, in der Theorie produzieren wir Hafer, auch gar nicht so wenig. In der Praxis halt nicht, weil wir dafür zu wenig Leute auf dem Feld haben. Das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz blöder Stand. Weil wir kriegen nicht noch mehr Leute. Es wohnen nicht deswegen mehr Leute bei uns. Es kommt auch keiner zu. Bis wir Alkohol produzieren. Und wenn wir, sobald wir Alkohol produzieren, ziehen die Leute wie blöd zu. Und dann kriegen wir unsere Felder auch. Das ist gerade saudämlich. Weil bisher war es immer so, wir haben keine Häuser gehabt, wo die Leute rein konnten. Ja. Kannst du Alkohol einkaufen? Das ist die nächste Frage. Ich warte jetzt gerade auf einen Händler. Im Zweifel kaufe ich das natürlich zu. Vorzugsweise Bier.
weil dafür haben wir eine Infrastruktur. Da haben wir Marktplätze, die das verkaufen. Wir hätten ja hier drüben auch eine Destille. Ah, Moment. Hier läuft irgendwas. Wir produzieren irgendwas. Alarm! Wir produzieren irgendwas. Denen ist ja egal, ne? Die verkaufen irgendwas. Okay, alles klar. Unsere Destille macht uns das Leben leichter. Und die fangen jetzt an mit Destillen. Yay, wir destillieren irgendwas und tun Dinge. So, 15 offene Jobs. Das wird halt jetzt richtig geil, ne? Wenn wir jetzt die ganzen Häuser fertig haben. Weil die Construction in Progress ist ja wirklich, das ist ja jetzt, das geht so schnell einfach. Sobald wir jetzt ein bisschen Sprit auf den Markt werfen, ja, schlagen sich unsere Tavernenbesitzer darum. Wir kriegen wieder den Perk. Damit dürfen Leute wieder bei uns zuziehen. Damit werden die ganzen Häuser instant voll und wir können unsere Felder hoffentlich anständig besäen. Ja? Weil das geht ja um Säen und Ernten hauptsächlich bei uns. 40 offene Stellen machen jetzt die Sache nicht besser gerade. Der würde uns mal... Ich verkaufe dir mal 500 an. Ja, Hauptsache wir haben irgendwas. Für den Fall, dass das in die Hose geht. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Die Brauerei, wie gesagt, die hängt halt an ihrem eigenen Problem hier fest. Und wir können das nicht lösen gerade im Moment. Außer die Destille macht das. Ganz kurze blöde Frage. Wie viel Weizen haben wir eigentlich? Das ist erstaunlich wenig. Ja gut, die Destille braucht halt auch ordentlich 500 pro Vorgang. Naja, mal schauen. Mal schauen. Hier wird, das müsste jetzt eigentlich ziemlich bald fertig sein. Ja. Wir produzieren Sprit, Leute! Oh, wir haben... Moment, stopp, stopp, stopp. Wir müssen unsere Grabpflege mal machen. Das ist Graveyard Keeper gerade. Jetzt müsste eigentlich hier der Zuzug durch die Bank weg eskalieren. Ich bin gespannt, was passiert. Eigentlich müssten wir jetzt sehr, sehr schnell sehr viele Leute zubekommen. Zumindest solange jetzt dann irgendwann die Tavernen irgendwie an den Sprit kommen. Die nicht. Die braucht... warte mal, den Sprit brauchen wir am Markt, ne? Warte. Das müsste jetzt klappen. Normalerweise müsste der jetzt... Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, pass auf. Und... Die nächsten Häuser sind nämlich auch gleich fertig. Hier wird nämlich auch schon wieder das nächste Haus beliefert. Fünf Häuser sind schon ready to go. Also fünf Familien können zuziehen.
Frage ist natürlich, bringen die jetzt auch hier den Schnaps hier rein? Niemand weiß es. Es geht auf jeden Fall weiter. Also irgendwie funktioniert das mit den Tavernen gerade noch nicht. Wir haben doch hier eine Taverne. Ja, die haben... Ah, die kriegen jetzt... Pass auf, die kriegen jetzt die... Es dauert eine ganze Weile, bis das Zeug durch unser System durchläuft. Also aus der Produktion in den Markt, aus dem Markt in die Taverne. Also da geht schon einiges nochmal weg. Aber es müsste jetzt... Ja, ganz kurz, eine Sekunde hat es geflackert. Verkauft er auch Sprit? Nee. Für eine Millisekunde hat es mal ganz kurz geflackert, Leute. Die haben auch was sie verkaufen. Also der Verkauf von dem Zeug läuft natürlich schon. Die Frage ist, ob sich das nicht unsere Normalbevölkerung auch einfach reindonnert. So. Ja, wir brauchen einfach mehr. Unterm Strich brauchen wir von dem Stuff einfach mehr. Jetzt ist alle... Warte, es... Es schwankt immer so ein bisschen, ne? Jetzt ist alles erfüllt. Also immer mal wieder. Es reicht nur nicht lang genug, um dass ein Tick vergeht. Damit die Bevölkerung, also damit Leute eingeladen werden können. Hiring ist an. Hiring ist an. Ja. Jones und Schafis geht's doch gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay, nur den Schafen geht's hier scheinbar nicht gut. Okay, wir brauchen mehr. Wir müssen richtig, richtig viel Alkohol einkaufen. Wenn wir selber nicht produzieren können in den Mengen, dann müssen wir halt in den Mengen einkaufen. Okay, hier läuft's weiter. Das ist sehr großartig. Dann... Machen wir den dritten Lauf auch noch. Jetzt laufen zweimal durch. Ich bin gespannt. Hier ist tatsächlich was gesät worden. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Das ist halt super blöd, ne? Also das hier oben ist halt richtig scheiß. Das da hinten auch nicht funktioniert. Da wäre genau das, was wir bräuchten, nämlich drinnen, um Bier zu produzieren. Das ist unglücklichst ohne Ende, dass das nicht klappt. Aber bei so vielen offenen Vakanzen ist das halt so. Die Frage ist, ob wir es jetzt ohne großen Trick 17 lösen können. Wir helfen den Familien mal bis zur nächsten Ernte. Jetzt ernten ja, sollten ja auch hier alle mitmachen. Die Frage ist, was ernten wir denn gerade? Weizen natürlich, das ist sehr gut. Noch mehr Weizen, das ist noch besser. Hier hinten ist ein Leerfeld. Leerfeld, Leerfeld, Leerfeld. Ja, scheiße. Okay. Okay, Leute. Ob wir den Spritprobleme lösen können, das erfahren wir. Am Freitag, denn morgen ist Dyson Sphere dran. In diesem Sinne, würde ich sagen, machen wir heute mal ein schönes bisschen Feierabend, oder?